habe 10 Tage durchgezogen und einen Tag Pause. Deswegen mache ich ja heute auf diesen Account. Und dann morgen in aller Frische, morgen sehen wir dann da. Und morgen rasieren wir wieder. Weil wir hatten zu viel Glück gehabt und irgendwann muss man auch ein bisschen Pause machen. Ja, ich muss einen Tag Pause, auch mal was Vernünftiges essen. Jetzt ist Silo da, da kann er auch mal was Vernünftiges bei mir bestellen. Sonst musste ich immer nur mit der Hand zeigen oder das oder dies. Und immer Burger essen und Pizza. Langt auch, ne? Und ich hoffe, Silo muss morgen später arbeiten, dass ich auch mal wieder in Hotel frühstücken gehen kann, weil er da ist. Er kann mir bestellen, sonst kann ich das auch immer nicht machen. Sonst gehe ich immer nur zu dieser Cafeteria und sage hier, tu Croissant, Kaffee Americano und yalla. Ey Leute, Privatjet und so kann ich mir nicht leisten. Was denkt ihr alle, Mann? Ich wette das auch nicht, auch wenn ich mir das leisten kann. Das ist rausgeschmissenes Geld. Sowas braucht man nicht. Ja, wenn ich meine Wohnung habe, dann braucht man wirklich nur einkaufen und dann bekocht man sich selbst und man hat alles da. Ne? So musste ich immer wegen Streaming noch dahin und dann wieder zurück in Hotel. In Hotel fühle ich mich immer beobachtet, weiß ich nicht. Hotelleben ist nicht so mein Ding. Ne? Okay, ist immer schön sauber und das und dies, aber trotzdem, weiß nicht. Besser deine eigenen 4 Wände. Ne? Hätte ich jetzt eine Wohnung, hätte ich gesagt, yalla, Flugticket bezahl du und yalla, komm. Da wird jeder kommen, oder nicht? Sie hat gedacht, Maschallah, weiß sie nicht. Ich sehe aber heute nicht so Maschallah aus. Ich muss wieder zum Friseur. Morgen mache ich Wellness-Tag. Morgen gehe ich zum Friseur. Morgen gehe ich einmal mal meinen Rücken wieder massieren. Nein. Ich bin kein Star, ich bin ganz normaler. Ich kann nur vom Glück reden, dass ihr mich mögt und mich anguckt und das und dies. Aber normal, wenn man so überlegt, habe ich kein Talent. Ich kann nicht singen, ich kann nicht das. Ich kann nur vom Glück reden, dass ihr da seid und ihr mögt mich so, wie ich bin. Das, ne? Ganz ehrlich so, ne? Hätte ich jetzt singen können und so, dann hätte ich gesagt, okay, bin der abgehobene Sänger, aber ich bin nichts. Oh, nichts, normaler Memo. Der seine Ticks, haben wir Ticks gesagt gestern? Ticks oder Macken hört sich besser. Der seine Macken hat und gefühlt seine eigene Sprache hat und yalla. Bist du die? Ja, ich sag ja, ich bin so. Entweder die Leute, die mich ja akzeptieren, wenn nicht, yalla. Und wenn das nicht klappt, klappt nicht. Dann gehe ich wieder nach Hause, dann kommen alle mich besuchen und trinken meinen Chai, yalla. Dann stehe ich wieder hinter meinem Tresen und mache Chai. Ball Chai, yalla. Aua, aua, aua. Wenn ich immer für den anderen Account streame oder wenn ich ihn auch hier für in dem Büro streame, darunter ist so ein Kiosk und ich gehe ja jeden Tag da Getränke kaufen, ne? Die gucken mich auch schon immer so komisch an, Mann. Wie ich sage, ne? Ihr seht ja die Wohnung da drüben. Warte, ich drehe mal die Kamera wieder, ich erkläre euch das. Praktisch ist, ihr seht ja die Häuser und ihr seht ja Meer. Genau so ist meine Wohnung auch dann, ne? Genau so dann. So weit vom Meer entfernt. Wenn so, ich bin in der 6. Etage, hast du direkt Meerblick. Aber bei mir geht das Meer in offenem Meer da hinten hin. Wir haben praktisch mehr offenem Meer zu sehen, ne? Ey Leute, die denken auch, ey, Memo ist der Baron, dass er gleich irgendwas gefällt und gleich kaufen kann, Mann. Was denkt ihr denn immer? Ich bin froh, wenn ich dir ein Jahr, dass es hier läuft und die Miete bezahlen kann, Mann. Und außerdem, ich werde niemals in Malta was kaufen. Ich werde niemals hier leben können, weil das ist mir zu klein und... Nee, so Casino-Streams, ja, so Stream mache ich jeden Tag. Jetzt ein Tag nach 10 Tagen, ein Tag Pause ist normal. Aber ich habe ja heute hier gestreamt, also habe ich auch diesen Tag nicht frei gemacht. Aber so, seit 10 Tagen bin ich hier, jetzt 11. Tag. Ich war nicht ein Tag Casino, nee. Nicht ein Tag. Ich habe bis jetzt nur Geld für Essen und so bezahlt und wo Nathalie hier war, haben wir Fußpflege gemacht und einmal Massage und Friseur. Sonst habe ich echt nichts so Außergewöhnliches. Heute hatte ich nach dem Frühstück so ein bisschen Langeweile, habe den Shops geguckt, habe mir diesen T-Shirt gegönnt. Ich will versuchen. Ich weiß nicht, ob das ein Jahr klappt. Es kann ja sein, dass nach 3 Monaten vorbei ist, aber ich muss für den ein Jahr die Miete bezahlen da, ne? Dann werde ich eben
aus der Tasche das bezahlen und dann werde ich ab und zu hier Urlaub machen kommen. Was soll ich machen? Oder ihr schreibt mich an und sagt, wir wollen auf Malta Urlaub machen. Dann sage ich, holt euch kein Hotel, gebt mir lieber das Geld, dass ich meine Miete bezahle. Jalla. Alles machbar. Dann kann ich euch eine Ferienwohnung anbieten. Irgendwie muss ich die Miete ja reinkriegen dann, ne? Mein Kaffee ist noch auf. Ich habe Torben da, meine Familie ist da, die helfen, die regeln das schon. Und jeden Tag telefonieren. Einmal im Monat bin ich da, mache die ganzen Papiere. Ich bin ja auch nicht so Augen zu und hierher gekommen. Ich habe ja alles geklärt und dann bin ich hierher gekommen. Ne? Wegen Technik, meine ich, das kommt. Ja, das kommt auch. Man hätte das schneller lernen können, aber ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn eine Person neben euch ist und der das sowieso kann, sage ich, warum mache ich mir Kopfschmerzen? Die macht das schon, ne? So war das immer. Und wo das ernst wurde, dann habe ich mir einen Zettel und einen Stift genommen und habe mir alles geschrieben, wie das geht. Ist so, Digi. Dann lernt man das schneller. Aber wenn einer neben dir sitzt, sagst du, ach, die machen das schon, warum soll ich das lernen? Ja, guck mal, zum Beispiel jetzt, wenn die Wohnung da ist, dann werde ich auch meinen Rechner dann in der Wohnung haben. Dann wirst du auch ein bisschen rumspielen, lernt man viel. Dann fummelst du da, dann lernt man mehr. Ne? Diese Woche letzte Woche, jetzt haben wir ja schon wieder neue Woche. Dann war Natalie hier, dann wie ist das, das hat mich ein bisschen mitgenommen, ist normal. Man saß hier, war traurig, dann alleine. Jetzt nur noch den Schlüssel von der Wohnung und dann wird alles laufen. Ja, am 15. wollten sie mir den Schlüssel geben, also diesen Sonntag. Und dann glaube ich, dann machen wir das Montag. Montag werde ich dann da übernachten. Video auf YouTube. Wenn ich diesmal jetzt nach Deutschland komme, dann kommt mein Kameramann mit und dann mache ich hier ein paar YouTube-Videos. Heute leider kein Ballball, heute ist Ruhetag. Aber guck mal, wenn man hier wohnt, schön hier am Wasser spazieren gehen, ein bisschen so sitzen, ist auch gechillt, Mann. Dann kann ich mal sagen, wenn das alles schief läuft, kann ich mal sagen, wenn ich älter werde, ich war mal in Malta, habe in Malta gelebt. Ich saß am Meer schön. Nee, ist eigentlich nicht teuer, ne? Es ist genau wie in Deutschland. Wenn es so Luxus ist, ist es teuer, aber wenn es so normal ist, ist das nicht teuer. Haarschnitt 10 Euro, 12 Euro ist nicht teuer, ne? Steuern, ich habe meinen Wohnsitz in Deutschland. Ich bezahle in Deutschland Steuern. Ja, ich bin ja hier nur wegen Casino-Streams. Für ganz Auswandern dann entweder, wenn ich das schaffe, wenn ich überhaupt, entweder in der Türkei oder Spanien, ne? Ja, aber es gibt auch Wohnungen für 1200 Miete, zum Beispiel, wo ich jetzt streame, wie viele Zimmer sind das? 1, 2, 3 oben und glaub 4 Zimmer unten oder so. Der bezahlt nur 1000 Euro, mit möbliert alles, Mann. Man kann auch billig. Aber wenn du so mehr Blick haben willst und dies haben willst, dann, ich habe auch hier Wohnungen haben wir geguckt, die haben 9000 gekostet, ne? Ich sag ja, aber wenn du wirklich keinen Mehrblick haben willst und so, kriegst du bestimmt auch hier Wohnung für 600, denke ich mal. Nee, 9000 ist für mich sehr, sehr viel. Am Anfang haben wir auch Angst gehabt, 3,5, wir wollten immer so eine für 2. Das Problem war, wir haben ja auch Wohnung für Marcel damals geguckt und wenn du so welche Wohnung für 9, 7, 8 anguckst, dann auf einmal gehst du in so einer Wohnung mit 1.300, 1.000, dann sagt man, ne. Und so mittel 3,5 geht. Aber du hast alles drin. Du hast Fernseher, Kaffeemaschine, du hast Bügeleisen, alles drin. Ne? Du brauchst gar nichts mehr holen. Tassen, Becher, was weiß ich, was gibt's noch? Gabel, Messer, Teller, alles da. Man braucht gar nichts sich kaufen. Und ich finde das normal. Hätte ich jetzt eine leerstehende Wohnung geholt, hätte ich mir alles gekauft, wäre das Gleiche, Mann. Und dann läuft das hier nicht. Was machst du mit den ganzen Möbeln? Was machst du mit den ganzen Technik? Abwarten, Tee trinken, was passiert, Mann? Zahle 10.000 Miete. Oha, läuft bei dir. Wohnst du auch hier auf Malta oder was? Ja, ich sag dir, ich habe Wohnungen gesehen, die 10.000 gekostet haben und so. Sind schon heftig. Da habe ich gesagt, ich bin im Film. Weil im Fernsehen habe ich nur so welche Wohnungen gesehen, ne?
Aber mir ist das zu viel. Ich will ja auch nicht nur wegen der Wohnung arbeiten. Dann ist das auch dumm. Oha, 12k und wohnst hier in meiner Nähe? Ich finde das echt heftig. Dann läuft's hier bei dir, Bruder. Ich bin Einzelunternehmer, GmbH, GmbH brauche ich nicht. Immer alleine besser. Boah, mit dem Gimbal komme ich echt nicht klar, Leute. Ja, Aussicht hier. Ist schon schön, ne? Schön ist das. Hier ist eine schöne Kirche. Boah. Hätte ich jetzt Englisch, wäre ich dazugegangen. Hätte ein bisschen mit den HII gemacht. Sitzen da zu dritt. Aber leider kann Memo kein Englisch. Aber sieht doch schon Baba aus, oder nicht? Guck mal, jeder sitzt auf seinem Balkon, guckt mehr an. Aber Chat, hier ist schnell immer dunkel, Mann. Was kostet ein Flug auf mal? Ich weiß nicht, ich habe so Durchschnitt 300 bezahlt oder so, ne? Aber mit Lufthansa, es gibt bestimmt günstigere. Weil ich habe letztens auf TikTok einen gesehen, der meinte, man kann für 50, 60 Euro auch Tickets finden, ne? Ach so, deswegen wird es hier immer schneller dunkel. Ja, ich weiß ja nicht, ich buche die ja selber auch nicht. Machte mal Fabio für mich und wir machen das ja auch immer so spontan, ne? Zum Beispiel, wenn man rechtzeitig einen Flug sucht, dann kriegt man auch günstigere. Ja, mit Messi fand ich auch traurig, wie er geweint hat und so, fand ich echt traurig. Er wollte ja normalerweise da bleiben, ne? Er hat sogar auf 50% sein Gehalt verzichtet, aber trotzdem hat das nicht geklappt. Silima, ja, da habe ich ja die Wohnung geholt. Ist ja hier weiter runter, ist ja alles nebeneinander, Mann. Zu Fuß 40, 50 Minuten. Der wird schon wieder lachen, wenn er in Paris... Ja, ich weiß. Am Anfang ist das alles, aber danach muss er ja lachen. Was soll er machen? Aber man hat das Gefühl, ne? Normal. Er stand wirklich hinter der Mannschaft, ne? Ja, ich weiß, dass er sehr viel und 50% weg ist, ist er trotzdem noch viel. Ja, aber trotzdem konnte die Mannschaft nicht so viel aufbringen, ne? So wie ich das mit gehört habe und gesehen habe, Nachrichten so, ne? Was stimmt, was nicht stimmt, wissen wir ja auch nicht alle, ne? Ja, ich sage ja, wenn ich die Wohnung habe und dann Wasser und alles da hole, dann ist bestimmt günstiger. Ich glaube, Supermarkt ist günstiger als Kiosk. Und wenn man im Supermarkt auch Brot und Toast und das, dann, ich weiß nicht. Ich glaube, man wird locker mit 10 Euro am Tag hinkommen. Schweiß ist echt teuer, weil da waren wir ja auch. Und guck mal, wir haben echt nur 2 Burger und 2 Cola getrunken. 72 Franken, das war echt. Jahresbruttogehalt in Malta ist bei 18k. Ja, aber es gibt ja bestimmt welche, die da unterarbeiten. Ab und zu, wenn ich die Hotelsarbeiterin sehe, die Zimmer sauber machen, die tun mir irgendwie leid, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die so viel verdienen. Ich gebe immer, wenn ich, jetzt kann ich ja nichts mehr in Hotelzimmer bestellen, wo Netti noch hier war. Wenn wir essen auf dem Hotelzimmer, habe ich immer Trinkgeld gegeben. Und ab und zu, wenn ich die Putzfrauen erwische oder so, dann kriegen die auch von mir Trinkgeld, weil ich weiß nicht, die tun mir auch leid, ne? Nee, Leute, ihr immer gleich immer perverse Gedanken, Mann. Ach so, Geld aufs Bett, ja. Nee, wenn ich die sehe oder man schreibt einen Zettel, habe ich von Fabio gelernt, schreibt Danke, Thank you und legt das mit dem Geld auf den Dings an, ne? Die Ablage. Heute habe ich auch nicht so viel geraucht. Heute geht es meinem Magen auch gut. Heute brauchte ich keine Glückskippen und gar nichts. So, Chat, mein Akku ist wirklich alle. Chat, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Danke an den Mods. Kuss. Und ihr wisst, wo man mich jeden Tag sehen kann. Und Memo mit 5 Uhr auf diesen Account werde ich mich auch melden, aber ihr wisst, die zweite Hälfte fehlt, dann fällt das mir immer schwieriger, ne? Wenn ich in Deutschland bin, dann wieder mit Netty am Start. Okay? Kuss. Danke, dass ihr da wart. Bye, bye. Dai, dai.